Guten Morgen allerseits. Es ist 7:45 Uhr. Wir haben Freitag. Das ist quasi mein Feiertag. Und heute in dem Vlog-Video möchte ich euch mitnehmen und so ein bisschen zeigen, wie teile ich mir denn meinen freien Tag ein? Wie arbeite ich da die Aufgaben ab? Oder schaffe ich es vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für mich einzuräumen? Darum soll es heute in dem Vlog-Video gehen. So, erste Aufgabe des Tages ist, den Karl zum Kindergarten bringen. Karl, bist du bereit? Ja. Bist du angeschnallt? Ja. Gut. Dann kann es losgehen und danach werde ich, glaube ich, direkt noch ein paar Einkäufe tätigen. So, gerade vom Kindergarten eine schlechte Nachricht bekommen. Der Karl muss früher abgeholt werden, weil Erzieher leider ausfallen und dann werden sonst die Gruppen zusammengelegt. Das heißt für mich weniger Zeit, meinen Kram zu erledigen heute. Ja, das ist jetzt im Februar immer so ein bisschen schwierig und ja, geht wahrscheinlich allen gleich. Das heißt, ich muss relativ clever mir meine Aufgaben aufteilen. Ich möchte halt ein Video filmen, wo ich euch was vorstelle und was zeigen möchte. Dazu brauche ich aber auch relativ gutes Licht, sonst ist alles zu dunkel und das macht es dann für euch nicht schön anzuschauen. Außerdem muss ich das Bad putzen, das habe ich nämlich gestern nicht geschafft. Gestern war bei uns in Nordrhein-Westfalen sturmfrei, da waren plötzlich alle Betreuungseinrichtungen geschlossen und ich hatte aber zu arbeiten von zu Hause aus. Und anschließend abends noch Elternabend via Zoom-Konferenz. Das heißt, ich konnte gestern gar nichts machen für den Haushalt. Und ja, das muss ich heute irgendwie nachholen. Das werde ich aber, glaube ich, dann machen, wenn die Kinder da sind. Dann kann ich ganz gut auch den Haushalt machen. Das passt dann auch zusammen. Und dann werde ich vorher schauen, dass ich MeTime. Ich möchte gerne was lesen, also zumindest mal ein Kapitel oder zwei Kapitel in einem neuen Buch von mir möchte ich lesen und das Video filmen, dass ich das vorher schon erledige, bevor ich die Kinder dann frühzeitig abholen muss. Mittagessen ist heute nur für meinen Mann und mich so ein bisschen was warm machen, was von gestern übrig geblieben ist. Das ist also kein Zeitfresser und fürs Abendessen werde ich uns, glaube ich, einen Baguette-Teig reinwerfen in den Brotbackautomaten. Das macht sich ja quasi auch von alleine. Ja, aber jetzt muss ich noch ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt abholen und dann geht's weiter. Also wir haben jetzt 9 Uhr und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich eingekauft habe. Es war allerdings nur ein kurzer Einkauf, denn den großen Einkauf habe ich diese Woche schon gemacht. Deshalb habe ich noch ein bisschen Gemüse, Obst mitgebracht. Die Kartoffeln vom Lidl kann ich euch auch empfehlen. Also ich mag die oder wir mögen die ganz gerne immer. Ein paar Nüsse, nochmal Nudeln auf Vorrat, Tomaten, Käse. Bisschen Wurst. Dann haben die so französische Wochen oder sowas und darum habe ich das mal mitgenommen. Denke, werde ich aber vielleicht einfrieren, so einfach als Vorrat für kleines Mittagessen zwischendurch mal, wenn die Kinder nicht da sind. Honig, ja, dann Mousse au Chocolat, dachte ich mir, das kann man ja zur Abwechslung auch mal kaufen. Ein paar Eier. Dann das hier habe ich irgendwie neu entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob der Lidl das vorher auch schon hatte. Bio-Brokkoli-Nuggets. Da meine Kinder ganz gerne Brokkoli essen und wir sowas ganz gut im Airfryer machen können, dachte ich mir, probieren wir das mal aus. Ist ein relativ großes Päckchen. Von daher, ja, das kann auch mal ein schnelles Abendessen oder Mittagessen sein, so für zwischendurch. Genauso wie das hier, so Kartoffel, so Mini-Kartoffelkroketten. Dann kommen wir jetzt hier in die Abteilung Zucker. Das ab und zu gebe ich der Marie ja auch mal so Quetschis noch mit, die zur Brotdose dazu. Kriegt sie manchmal dann noch so Quetschis hin und wieder, wenn sie einen langen Tag hat. Hat sie aber jetzt eher seltener wieder. Und dann wollte ich persönlich mal
Das ist mein Guilty Pleasure diesmal. Ich wollte ganz gerne mal hier sowas, neue Cerealien ausprobieren. Habe ich mir jetzt mal gegönnt. Dann hier diese Dinkel-Hafer-Kekse, so Tierkekse von der Lidl-Marke. Die sind ja ziemlich gleich zu der klassischen Marke und die Kinder mögen das ganz gerne so am Nachmittag, wenn sie nach Hause kommen, mal ein paar Kekschen knabbern. Das habe ich mitgenommen fürs Badezimmer und dann habe ich das hier noch neu entdeckt. Ich weiß nicht, ob das Greenwashing ist oder ob das wirklich so sinnvoll ist, aber ich persönlich mag ja ganz gerne so Reinigungstücher, wenn wir unterwegs sind mit den Kindern, nach dem Supermarkt oder nach dem Baumarktbesuch, dass man dann den Kindern einmal die Hände reinigt und dachte ich mir, die nehme ich mal mit und probiere sie gerne mal aus. Jetzt werde ich das alles aufräumen und dann geht's weiter im Text. Übrigens, hier gibt es ein kleines Update zu meinem Schreibtisch. Ich habe jetzt da oben die Regale installiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Vielleicht mache ich da noch irgendwie eine Pflanze hin, dass so ein bisschen hier was Grünes runterhängt. Das sieht dann vielleicht ein bisschen hübscher aus, aber ich bin da immer nicht so Instagrammable. Den kleinen Freund zeige ich euch in einem der Videos oder in dem Video, was ich jetzt gleich filme, wollte ich das auch noch mit vorstellen. Das ist auch ganz praktisch. Und ansonsten bin ich hier ganz happy jetzt so mit dem Setting, weil das ist jetzt mein Privatlaptop. Und wenn ich hier arbeite, dann kann ich einfach die Stecker rausziehen und meinen Arbeitslaptop dran stöpseln. Und dann passt das hier wunderbar hin und ich habe da noch genug Platz und Fläche einfach zum Aufschreiben. Und ich habe jetzt hier so ein kleines Regalbrettchen, wo ich euch immer draufstellen kann. Das hatte ich nicht so geplant, aber es passt jetzt eigentlich total schön, weil dann kann ich euch immer hier hinstellen, habe Tageslicht vom Fenster aus. Mein Mann hat mich jetzt spontan noch zum Essen eingeladen heute, was auch total Sinn macht, weil wir beide Zeit haben und ungestört mal Mittag essen können. Das beschränkt aber meine Zeit wieder noch weiter. Das heißt, ich mache mich jetzt fertig für das Videofilmen, werde mich ein bisschen noch aufhübschen, damit es für die Kamera einfach noch ein bisschen netter wirkt. Und werde dann hier das Video filmen. Und danach, mal gucken, ob ich danach noch Zeit habe, mein Buch zu lesen, meine zwei Kapitel, die ich mir vorgenommen hatte, oder nicht. Und ihr seht noch hier hinten meine ganzen Lampen und alles, was ich dann da so für aufgebaut habe. Ich muss gucken, dass ich jetzt noch ein paar Nahaufnahmen filme, damit man einfach im Video auch besser erkennt, was ich meine, wenn man über die Fächer spricht. Das kann man einfach nicht mit einer Videoansicht abbilden und es ist immer schöner für den Betrachter, wenn man quasi mit dem Auge nochmal näher ran kann und das nochmal genauer erkennen kann. Also ich habe zumindest den Anspruch, wenn ich Videos schaue, dann möchte ich auch ganz genau sehen, was da gezeigt wird. Sonst könnte ich auch einfach die Review im Internet schauen. Darum ist mir das immer wichtig, da auch Nahaufnahmen einzubauen. Aber ich habe einen kleinen Hunger. Ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwas noch zu essen finde, weil bis zum Mittagessen dauert es ja noch ein bisschen. Aber also ich mache jetzt schnell ein paar Nahaufnahmen, dann werde ich das Ganze gucken, ob ich das vielleicht schon importiere auf den Laptop, damit ich es in Sicherheit habe, eine Kleinigkeit essen und dann kann ich mich vielleicht ja auch noch mal eine halbe Stunde hinsetzen und ein Buch lesen. So, das ist mein Lieblingsknopfdruck, wenn ich auf Speichern drücken kann. Jetzt haben wir allerdings schon 11:35 und ich habe jetzt einfach das Video, was ich gerade gefilmt habe, direkt auch geschnitten und lasse es jetzt auch einmal speichern. Das dauert jetzt mehrere Stunden. Natürlich geht das jetzt von meiner Me-Time ab, aber Videoschneiden ist ja wie Me-Time. Also mir macht es einfach Freude, das so zu gestalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann denke ich, gehe ich gleich direkt mit meinem Mann essen. Wir werden heute relativ früh essen gehen und heute Nachmittag, wenn die Kinder da sind, kümmere ich mich dann noch ein bisschen um die Badezimmer, werde die noch in Ordnung bringen und mal schauen,
ich mit den Kindern noch mache. Das Wetter ist nicht so besonders, aber ich bin jetzt erstmal happy, dass ich das geschafft habe und das Wochenende kann kommen. So, kurze Planänderung. Ich habe jetzt doch noch, jetzt haben wir 12:30 und wir holen die Kinder direkt nach dem Mittagessen ab. Darum habe ich noch ein bisschen Zeit. Und ich dachte mir, ich zeige euch kurz, was ich jetzt quasi an meinem Nachttisch habe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, es so zu machen, dass ich mir einfach 3 unterschiedliche Bücher hinlege. Wenn ich mal auf ein Buch keine Lust habe, dann kann ich mal in das andere reinlesen. Aber so habe ich immer die Möglichkeit und auch die Motivation, vielleicht doch nochmal ein paar Seiten zu lesen und das Handy mal zur Seite zu legen. Das habe ich jetzt gerade neu angefangen, How Women Rise. Da geht es so ein bisschen darum, ja, so die typischen Sachen einfach mal abzulegen, die einen zurückhalten oder ausbremsen. So, da werden aber auch, also ich bin ja jetzt noch nicht so weit gekommen, aber da werden halt eben Geschichten erzählt über Damen, die in Führungspositionen sind und die sich selber aber immer noch ihr Licht unter den Scheffel stellen. Und ich bin gespannt, wo das Buch noch hinführt. Hier war ich ja auch schon relativ weit gekommen in dem Buch. Tijen Onaran ist ja, glaube ich, auch mittlerweile sehr bekannt, was so Personal Branding angeht. Sehr gut vernetzt, auf LinkedIn super interessante Inhalte, kann ich ihr absolut empfehlen. Ich folge ihr da überall und beobachte sie gerne. Ich bin leider noch nicht weitergekommen mit dem Buch durchlesen, aber das habe ich mir fest vorgenommen, weil, ja, finde ich ein sehr interessantes Thema. Auch einfach, ja, für jemanden, der Content macht, ist das Thema an sich interessant. Und von dem kleinen Buddha habe ich ja schon mal ein Buch gelesen und euch auch empfohlen. Da habe ich mir jetzt einfach noch ein weiteres dazu bestellt, weil ich die Erzählweise ganz interessant finde. Und das Wunder der Zeit fand ich jetzt am interessantesten. Ja, so, jetzt werde ich aber nicht weiter quatschen und setze mich mal eine halbe Stunde hin und lese noch ein bisschen. So, ein Kapitel ist geschafft. Das Buch ist ja auf Englisch und... Moment, ich muss mir mal kurz sortieren. Das Buch ist ja auf Englisch und das ist für mich in verschiedenster Weise eine Herausforderung, weil ich mich quasi dazu so ein bisschen überreden muss, erstmal das durchzuarbeiten. Manche Sätze muss ich dann auch zweimal nochmal lesen. Es trainiert aber, glaube ich, auch so ein bisschen meine Konzentration, dass man mal wieder wegkommt von diesem Online-Konsumieren von Content, sondern wirklich sich mal auf einen Text konzentrieren. Und noch dazu übe ich quasi mein Englisch oder mein Business-Englisch auch so ein bisschen mit, was ich auch einen schönen Nebeneffekt finde. In diesem Kapitel ging es jetzt übrigens darum, wie unterschiedlich Frauen und Männer Erfolg definieren. Also, dass Männer Erfolg anders definieren als Frauen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr beruflichen Erfolg definieren würdet. Und das endete jetzt damit, das Kapitel, dass sie gesagt haben, das ist die eine Sache, wie man Erfolg definiert. Es kommt jetzt aber auch darauf an, wenn man weiterkommen will, also eine Führungsposition erreichen möchte, was man dann mit seiner Definition von Erfolg nochmal ändern muss. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, auch wenn ich jetzt nicht anstrebe, in eine Führungsposition zu gehen. Trotzdem möchte ich ja fachlich führend sein auf meinem Feld. Und ja, das denke ich, ist eine ganz gute Unterstützung und einfach mal ein ganz anderes Thema als das, was ich sonst mache. Aber jetzt werde ich meinen Mann dazu überreden, dass wir mal losgehen. Ich habe nämlich echt Hunger. Thank you.
So, die Kinder sind zu Hause. Wir haben die direkt in einem Rutsch mit abgeholt und die schauen jetzt erstmal ihre Serien. Marie guckt schon so eine, ja, so eine Mädchen-Zauber-mysteriöse Kochbuchserie. Und die ist tatsächlich schon ganz spannend. Also das freut mich voll, dass man jetzt so ein bisschen in das Alter kommt, wo man dann als Mama auch gerne die Serie mal mitschauen möchte. Habe ich aber jetzt keine Zeit zu. Wir haben jetzt gleich 3 Uhr und ich werde jetzt die 20 Minuten, eine halbe Stunde nutzen, um das Badezimmer mal flott überzuputzen. Und dann lasse ich es auch gut sein für heute. Mal schauen, ob ich dann noch ein bisschen mit dem einen oder anderen spielen kann oder soll, wie dem auch sei. Ich glaube, für heute ist es genug. Ich habe auch schon ein bisschen Kopfschmerzen von dem windigen Pustewetter da draußen. Und ja, das Mittagessen war ganz schön. Wir haben tatsächlich noch alte Bekannte getroffen und mit denen gequatscht. Das war auch sehr schön, weil man sieht sich ja teilweise doch sehr selten im Moment und da sind so zufällige Kontakte echt ganz schön. Und es war, ja, es war ein schönes Mittagessen. Hat sich wirklich gelohnt, dass wir uns da die Zeit für genommen haben. Denn ich glaube, in den nächsten Wochen wird das nicht mehr so häufig möglich sein. Aber ja, ich glaube, der Freitag war jetzt ganz gut ausgenutzt, hatte von allem ein bisschen dabei. Ich bin auf jeden Fall ganz happy. Wenn ich jetzt noch das Badezimmer geputzt habe, dann bin ich echt zufrieden und kann gut ins Wochenende starten. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.